Herzlich willkommen zu Statistik Grundlagen Kapitel 15.2 Varianzanalyse. In diesem Video besprechen wir die Hypothesen für die einfaktorielle Varianzanalyse. Wir haben das Beispiel, ob ein Bio-Label, beziehungsweise haben zwei verschiedene Bio- und Demeter, einen Einfluss haben auf die Zahlungsbereitschaft für Burger im Vergleich zu unserem normalen Label, nämlich regional. Das heißt, wir haben drei Faktorstufen, haben wir gesagt, regional, Bio und Demeter. Und die Frage ist, gibt es da einen Unterschied in der Zahlungsbereitschaft? Und genau daran richten wir auch unsere Hypothesen aus. Und zwar erstmal ungerichtet. Die sind grundsätzlich erstmal ungerichtet. Und zwar ist es so, dass die H0 bei der Varianzanalyse eigentlich immer heißt, alle Gruppen oder Faktorstufen, so nennt man es bei der Varianzanalyse, sind gleich. Das heißt, es gibt keinen Unterschied der abhängigen Variable zwischen den drei Faktorstufen. Oder auf unser Beispiel angewandt, hier sehen Sie die H0, es gibt keinen Unterschied in der Zahlungsbereitschaft zwischen den drei verschiedenen Labels für unser Fleisch. Wenn man das in eine statistische Hypothese überführt, bedeutet das H0 bedeutet mi regional, das heißt der Mittelwert in der Population der regional, also der Menschen, die regionales Fleisch in den Burger haben, und mi bio und mi demeter sind gleich. Ja, das sind jeweils die Mittelwerte der Zahlungsbereitschaft für die jeweiligen Gruppen oder Faktorstufen der Fleischart oder des Labels. Das heißt, es gibt keinen Unterschied, die Mittelwerte in der Zahlungsbereitschaft sind genau gleich. So, und jetzt wird es spannend, die H1 ist das Gegenteil davon, und zwar jetzt angewandt auf unser Beispiel, es gibt einen Unterschied in der Zahlungsbereitschaft zwischen diesen Labels, und zwar zwischen mindestens zwei. Und Sie sehen jetzt hier vielleicht zum ersten Mal diese Schreibweise, und ja, Statistiker sind faul, das machen die manchmal. Das bedeutet einfach nur, H1 sind alle Varianten, die nicht bereits in H0 abgedeckt sind. Jetzt fragen Sie sich, warum schreibe ich das denn so hin und gebe Ihnen nicht tatsächlich die Varianten? Und das ist tatsächlich so, weil ich faul bin, weil das nämlich ziemlich viele sind. Und das können wir uns mal anschauen. Also wir können ja mal beispielhaft ein paar hinschreiben. Zum Beispiel könnte die H1 lauten, beziehungsweise ich mache es mal daneben, habe ich ein bisschen mehr Platz. Die H1 könnte zum Beispiel lauten, dass mi regional, ich schreibe jetzt nur mein R hin, ist kleiner mi bio, das ist wahrscheinlich das, was Sie erwarten würden, und kleiner mi Demeter. Na, das heißt, die Leute sind am meisten bereit für Demeter zu zahlen, weniger bereit für Bio zu zahlen und weniger bereit für regional zu zahlen. Das ist das, was wir erwarten würden, heißt aber nicht, dass es wirklich so ist. Na, das ist ja auch nur eine Hypothese. Die H1 kann aber auch anders lauten. Die H1 könnte auch lauten, dass das Besondere hier bei der Varianzanalyse regional ist kleiner als mi bio, wie hier oben, ist gleich mi demeter. Das heißt, die Kunden sind bereit, für ein Bio-Label mehr zu zahlen. Es gibt aber keinen Unterschied zwischen Bio und Demeter. Das heißt, es gibt einen Unterschied zwischen diesem aktuellen Label, regionales Fleisch, und dem Bio-Label. Und es gibt einen Unterschied zwischen dem aktuellen Label, regional, und dem Demeter-Label. Aber zwischen Demeter und Bio gibt es keinen Unterschied. Na, wenn sowas rauskommen würde, jetzt rein praktisch gedacht, würden wir wahrscheinlich eher auf Biofleisch gehen, weil eben durch das Demeterfleisch keine zusätzliche Zahlungsbereitschaft entsteht. Es könnte aber auch anders aussehen. Also die H1 könnte auch lauten, mi regional ist gleich mi bio ist kleiner mi Demeter. Und das würde dann bedeuten, dass das Bio-Label eben sich nicht unterscheidet von unserem aktuellen regionalen Fleischlabel, aber sobald ich Demeter habe, das erhöht die Zahlungsbereitschaft. Dann würde ich eher auf Demeter setzen in der Praxis. Ja, und all diese Varianten sind hier abgedeckt. Ups. Und das sind jetzt gar nicht so viele, das sind aber normalerweise noch viel mehr. Wenn ich nämlich mehr als drei Varianten habe, dann habe ich sehr, sehr viele Varianten für die H1 und dann sage ich im Normalfall einfach nur, es gibt einen Unterschied zwischen mindestens zwei Faktorstufen. Und das ist tatsächlich das, was die H1 eigentlich aussagt. Das heißt, wenn wir nachher diesen Test machen und wir können die H0 verwerfen, was ja im Normalfall das Ziel ist, und wir nehmen die H1 an, dann können wir nur sagen, es gibt einen Unterschied zwischen zwei der Faktorstufen, in dem Fall zwei der Bio-Labels. Es könnte auch sein, wir haben jetzt 10 verschiedene Bio-Labels getestet. Und wenn der Test nachher signifikant ist, die Varianzanalyse, dann können wir nur sagen, es gibt irgendwo einen Unterschied zwischen mindestens zwei, wir wissen aber sonst noch nicht viel mehr. Und das klingt jetzt erstmal etwas unbefriedigend, das ist es auch. Das heißt, die Varianzanalyse selbst sagt uns nur, gibt uns praktisch nur den Tipp, dass da irgendwo ein Unterschied ist, sagt uns aber gar nicht, wo der eigentlich ist. Deswegen geht es nach der Varianzanalyse nachher noch weiter. Ja, da wird es noch weitergehen und da können wir dann auch nachher
gerichtete Hypothesen testen. Bisher sind wir ungerichtet unterwegs, zum Beispiel mit geplanten Kontrasten oder sogenannten Post-Hoc-Verfahren. Was das ist, schauen wir uns dann gleich in extra Videos ein. Das heißt, für den jetzigen Punkt schon mal merken, mit der Varianzanalyse können Sie nur ungerichtete Hypothesen testen, die genauso aussehen. H0 sagt, es gibt keinen Unterschied und H1 sagt, es gibt einen Unterschied zwischen mindestens zwei Faktorstufen, aber Sie wissen nachher nicht, zwischen wie vielen es wirklich einen Unterschied gibt. Dafür brauchen Sie dann später die Post-Hoc-Verfahren oder geplante Kontraste. Das besprechen wir dann später, wie das geht. So viel zu den Hypothesen für die Varianzanalyse.